Sie haben keine neuen Nachrichten. Mademoiselle Collard! Oh, hallo. Sagen Sie nichts. Ich werde einen großen, gut aussehenden Fremden kennenlernen. Nein, ich glaube nicht. Warum meinen Sie das? Oh, nur so eine Vermutung. Hm, na jedenfalls. Ihre Cousine ist recht hübsch. Was? Ihre Cousine aus Marseille. Wie konnten Sie die nur vergessen? Die hat gestern in ihrer Wohnung auf Sie gewartet. Ach, wirklich? So ein charmantes Mädchen. Ja, nicht wahr? Und sie war in meiner Wohnung, sagen Sie? Tja, natürlich. Sollte sie etwa draußen warten? Dafür hatte sie doch den Schlüssel. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Meine Wohnung war verwanzt worden. Dadurch wusste Plantard alles über meinen Artikel. Woher ich das weiß? Weil ich gar keine Cousine habe, sondern nur einen lieben Cousin namens Jean-Marc, der in Le Touquet eine Bäckerei hat. Diese Leute sind skrupellos und das heißt sehr gefährlich. Ich wette, sie hatte vergessen, welches meine Wohnung war, stimmt's? Oh, Mademoiselle Collard, Sie können ja Gedanken lesen. Genau das hat sie gesagt. Ja, ich habe diese Gabe. Nun, dann gehe ich wohl besser mal rauf und sehe nach, ob mir meine liebe Cousine was dagelassen hat. Au revoir, Mademoiselle. Hallo. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kommt drauf an. Sind Sie ein Bulle? Nein, Journalistin. Sind ein bisschen spät, oder? Die Leiche ist längst weg. Ich arbeite an einem Hintergrundbericht. Sagen Sie, sind Sie eigentlich verwandt mit dem Bauarbeiter, der das Loch ausgehoben hat? Hören Sie bloß auf mit Flobage. Pah. Okay. Er hat beim Pferderennen ein Vermögen gemacht und mir keinen Cent abgegeben. Ist schließlich sein Geld. Als er pleite war, hat er mich dauernd angepumpt. Brüder müssen zusammenhalten, hat er immer gesagt. Aber seit er die Kohle hat, hört sich das anders an. Sie machen hier einen guten Job. Das können Sie laut sagen. Über mich sollten Sie was schreiben, nicht über den Idioten, den Sie hochgejagt haben. Über die Helden, die den Dreck zusammenfegen, wenn das Unheil zuschlägt. Genau. Na, dann setzen Sie doch mal Ihr schönstes Lächeln auf. Vielleicht drücke ich Ihr Foto in den Artikel. Oh, kleinen Moment. Ich muss nur eben mein Haar zurechtmachen. Die Polizei hat die Leiche fortgeschafft, aber ansonsten wirkt alles unverändert. Ups, dummes Ding. Ein Brett ist abgerissen. Dahinter liegt ein Zwischenraum. Aus diesem Blickwinkel sieht man, dass in dem Zwischenraum hinter den Leitungen etwas deponiert wurde. Hinter dem Tisch liegen einige beschädigte Leitungen. Voilà! Polizei und Spurensicherung haben ein entscheidendes Beweisstück übersehen. Eine Art Beutel. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Carchans Organisation. Ich bin auf der richtigen Spur. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Carchans Organisation. Der Beutel enthält zwei Gegenstände.
ein seltsames metallenes Artefakt und einen Brief in einer Art Geheimcode. Noch eine chiffrierte Botschaft, nach dem gleichen System kodiert. Also hat Plantin irgendwas mit Carchon zu tun.
Lontar. Pierre tot. Mörder muss Spur von Arno und Yamada gefolgt sein. Jetzt sind wir dran. Müssen aufpassen. Thierrys Freundin hat Pierres Safe geknackt. Sie macht mir Sorgen. Imelda. So viel zu Imeldas Unschuld. Plantin hat für sie gearbeitet. Und für Carchon. Aber warum wollte Plantin mich treffen? Eine Falle vielleicht? Vielleicht steckte er ja auch zu tief drin und brauchte mich, um seine Story zu erzählen. Welche Story auch immer. Eins ist klar, die Story ist es wert, dafür Menschen zu töten. Hinter dem blutverschmierten Schutt liegt nichts Interessantes mehr. Hey, was ist mit meinen Fotos? Oh, natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen? Also gut, ich warte. Holen Sie die Kamera raus. Kamera? Oh, die habe ich ganz vergessen. Sie ist kaputt. Allor, man sollte Frauen eben nie einen Männerjob anvertrauen. Aber diese Frau hat ihn ganz schön reingelegt und einen Beweis gefunden, den die Polizei übersehen hat. Ich muss mir die Gegenstände aus Plantins Beutel noch einmal näher ansehen. Das Artefakt zeigt ein Schwert, das über zwei Waagschalen liegt. Auf dem verschlossenen Panel befindet sich ein Bild der Justitia, in dem Raum unter der Conciergerie. Das seltsame metallene Artefakt in Plantins Beutel führt mich zurück zum Kai. Montars Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier gewesen sein. Jemand hat ein Foto zerrissen. Wenn ich die Teile nur richtig anordne... Oh mein Gott. Das kann nicht sein.
gibt keinen Zweifel, es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Kershaw, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss. Und dass ich dringend George brauche.